Willkommen bei Benjamin Steve, mein Name ist Steve und wir spielen heute für euch Penitence. Und let's start the game. Was ist das? Ein Geburtstagskuchen? Okay. Sakral. Ja, das war das Spiel. Sensationell. Da haben sich die Entwickler richtig einen abgerissen bei. Gut. Schön. So. Wunderschönes Farmhaus hier. Was ist das denn, Alter? Jeepers, Creepers. Alter. So, okay, kann man irgendwas aus dem Auto mitnehmen? Alter, lass mal Streben sauber machen hier, ey. So, was haben wir denn hier? Ah, so ein etwas liebloses Kinderkarussell. Okay. Oh! Nein! Nein! So, ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, Die jetzt im Chat mit bei sind, irgendwie, wir haben es Vollwoche gespielt. Und wenn ihr jetzt auf YouTube zuseht, plop! Es ist tatsächlich das gleiche Setting wie aus. Und das. Oh, der originale Grundriss von Father's Day. Na, aber sowas. Das ist ja ein Ding. So, okay. Das Haus kommt mir bekannt vor. Absolut, Ojo. So, alles ist zu. So, jetzt können wir hier irgendwas. Kann man abwaschen, ja. Das ist das Erste, was man erstmal macht in so einem Horrorspiel, wenn du in so ein Haus reinkommst, erstmal abwaschen. Erstmal sauber machen. So, hier wurde anscheinend irgendwie eine Party gefeiert. Was müssen wir tun? Warte mal, habe ich jetzt irgendwie... Notebook. Okay, wir können nichts machen. So, hier vorne liegt was. Okay. Read. I doubt you'll ever come back to this place. But one, the small chance that you do. I left the key for your stupid office in the hutch in the dining room. I hope you're happy with how much time you spent in there now that she's gone. Okay. So, der Schlüssel ist in the hutch. Ist der hutch? Ja. Siehe da. The key to the office door. Looking forward to the... Ich würde es ja lesen können. Ich kann es aber nicht lesen. Na, nimm es doch. Take it. Take it with you. Okay. Mal mit dem. Verrückt. Office. Butterweich. Okay, wir benutzen den Schlüssel beim Office und... Please do not disturb when the doors close. Das ist aber alles beyond hier. Oh, schöner Lichtschalter. Machst du Licht an und die kleine Musik an. Schön. Oh, schön hier so. Und Curtain. Also irgendwelche Cartwrights. Ach geil, Alter. Schön. So, there's no VHS in Inventory. Okay, wir müssen anscheinend eine VHS finden. So, werfen wir mal einen Blick. Oh, hier ist ein Schlüssel. Ah, there should be an old VHS tape in my desk. Okay. Dann schauen wir mal. Lock. Und? Ich frage mich tatsächlich, wann der Punkt kommt, irgendwie, wann die Leute keine VHS-Kassetten mehr benutzen. Ja, wenn in 20 Jahren die Leute sagen, was ist denn das eigentlich da für eine Kassette? Was soll denn das sein, VHS? Was findet man in DVDs? So, was haben wir hier? The map of the house. Okay, alles klar. VHS-Player. Schön. Nehmen wir auch mit. Was haben wir noch? Dart-File. Don't forget to take Lily's VHS tape with you when you leave. Okay, wir sollen Lily's VHS Kassette mitnehmen. My book. Is it even worth the time I spent writing it? Und das ist aber auch wirklich auf den hellen Untergründen sehr schwer zu lesen. So, was haben wir hier noch? Noch mehr zu lesen. Freu mich. I wish you would just accept responsibility
for what you did. You think you're a denial? You're the one that caused it. It's all your fault. You've always been the one filling my life with dread. I see you drowning in a bottle, slaving away over your books. You've always been that way, no more than ever. I wish you would stop hiding behind your work. I don't care that this was an incident. I will hate you for it for the rest of my life. Okay. Some men speak of a time when there was magic and wonder in a world like no other. Beings and creatures capable of harnessing power beyond belief. These men have become subjects to mockery. Gibbers and burblers. Madmen, we know, count them. Magic hath been ridiculous into nothing more than now. But you will find, under the brick and the foundations of our homes and temples, that if you look closely enough, there is some truth to myth. Ask yourself, why would such a myth otherwise exist? Come, sit with me, and I will tell you a tale of myth and magic. Listen and decide for yourself how a great empire came to be and what foundations rose it from the desert sands. Our story begins with a young man who served in the place long ago, in the palace long ago. He was one of many responsible for preparing the king's table. This man was not born in the palace, nor was he particularly found serving it. Often he neglected his daily duties, yet he never missed a meal he was intended to present to the king. For he knew he would also be presenting to Illegal. Die Musik finde ich sehr schön. Das ist sehr anschmeichelnd. Und hier tut ins Ohr. So, können wir noch irgendwas mitnehmen? Das ist echt toll, die Musik. Nein, hör mal, ich ein bisschen Musik an. So, okay. Dann hauen wir noch in die VHS rein. Ah, okay. Ist da ein Heimschalter am Kamin? Or was it the ghost that opened the Schublade? Notebook updated. Ah, it looks like Lily had something around the fireplace. Okay, oder hide. Schauen wir mal nach. Oh, schade. Klar. Ach, das ist schade. Wäre schön, wenn die Musik angeblieben wäre. Sehr gut, Frau. So, die hat am Teller rumgefriemelt hier, ne? Oder? An der Uhr. Ah, Resident Evil Rätsel. Wunderbar. Habe ich auch bei mir so, wenn ich die Uhr drehe, irgendwie die Küchenschublade auf. Ja, ansonsten kommst du ja nicht an ein Messer ran. Klar. Drowning in a sea of dread, the waves slowly rise above my head. My fate is sealed and I'll soon be dead. May darkness swallow the red before I drown in dread. May the waters calm instead and reveal the key to free the tournament. So. Dieser Reim hier. So, okay. Dismissed. Und wir haben einen Schlüssel. Und wir haben den Schlüssel nicht. Alles klar. The Bathroom Key. Wo ist jetzt der Bathroom? Wissen wir noch von Father's Day, wo der Bathroom war? Die bestimmt nicht. Mach doch jetzt hier. Hab los. Ja, wahrscheinlich, wo die Weine herkommt. Ach, wunderbar, Alter. Ich bin's nicht leid zu sagen, irgendwie die Leute, die mich kennen in Let's Plays wissen, ist da eine Badewanne, mach ich mir noch ein Schaumbad. Mach mir ein bisschen Musik an. Und, wunderbare Duftkerze. Smooth Operator.
Bringt dich eine Taschenlampe? Nee. Nur Flashlight. Wunderbar. Ach, ei. Ach, ei. Schön. Super. Und nun? Ja. I finally come to terms with it all. I know it was an accident. You didn't mean to. I know we never got along, and that there's no point in asking you to come home. There's so much clarity and acceptance. What happened can't be changed. It can't be changed. But I'm not Curtin. I can't live with it. I would say I love you, but love was never a feeling between us. But for the love you gave her, I wish you well. I hope you know how much she loves you. Ja. Okay, in der Zimmer. Kerzen auspusten oder was? Was? Okay. Die Kerzen halt jetzt noch hängen, was? Ah, okay, alle roten Kerzen sind aus. Okay. Kann man machen. Lilith's Room. Schön. Na! Na, warum? Nein, wieso? So, ach du Scheiße. Und sie hat sich jetzt hier noch die Mikrowelle mit drin gehauen, oder was? Rot war der Hinweis im Gedicht vorhin. Ja. Er muss schon Lösungswege einhalten, wenn man einfach durch Stumpfen ausprobieren, jedenfalls die Lösung hinkriegt. Okay. So, Lilith wohnt bestimmt im Keller unten. Nein, natürlich nicht. Wird bestimmt oben sein. Und ihr könnt wetten, dass der Aufbau oben genauso ist. Hier ist das Kinderzimmer und hier hinten ist das Schlafzimmer mit Bad dran. Ist das echt so ein Bausatzding? Das ist ein Fuß, ey. Okay, Lilith's Room has been unlocked. Oh, Teddy! Lilith's favorite toy. Oh. For Daddy, a drawing Lilith made for me. Ist das okay? Ist das anything? Nein. Noch eine Videokassette. Lilith wants to play hide and seek. Nein, nimm's mit. Kann man sonst noch irgendwas mitnehmen? Oh, schöner Tuschkasten. Ach, die Dinger waren ja auch geil. Ja, kennt ihr die nur von damals? Ich hab noch so ein Ding. Schön an die Tuschplatte. Was? Wieso? There's no... Ah, eine Key-Inventory. Internet so komisch, wenn ich laufe. Hm, na ah, gut. Okay, alles klar. Ah, hier. Yeah. Bob Ross Mahlset. Wunderbar. Schön. So, kommen wir mal kurz hinten ins Schlafzimmer. Na... zu. Ja, und dann Zeit für ein Video. Bei der Sieg. Dad? Can we play hide and seek? Not right now. I'm working. Please? No, Lilith. We never play anymore. I just want to play hide and seek. Kennt ihr bestimmt auch so, ne? Vom Schlucken, wenn man manchmal so eine Blase im Hals hat, dann klingt man ähnlich. Ja, halt so ein Dämon aus dem 7. Kreis der Hölle. So, wunderbar. Okay. Warte, Mann. Verdammt. Alter. Wieso? Ach nö. Nee, bitte nicht. Keller runter. Nein. Hm. Aber keine Taschenlampe und nichts, Alter. Ah, verdammt. Da brauchst du ja nicht so zu lachen, Benny. Du bist wieder bei den fiesen Sachen, bist du wieder nicht mit bei. Press One. Was? Ach, guck mal. Ah, schau mal. Ah. Aber ich
finde das wirklich krass, dass das so ein... Oh. Okay. Ist jetzt so random oder was? Bums. Okay. Was? Painkillers? Ich muss Painkillers mitnehmen? Da unten ist bestimmt der Sicherungskasten, ja, das befürchte ich auch, tatsächlich. Das Schlimme ist, warum muss ich denn... Ah, oh, hier, guck mal hier, dicke Bohnen mit Speck. Chicken-Nudelsuppe. Wunderbar. Beef Stew. Ganz schau. Und Sliced Peaches. Alter, das... Früchte aus der Dose. Gibt's was Ekelhaftes, aber ich weiß nicht. Also, kennt ihr das auch noch so? Dieses Pfirsich-Kompott von früher? So aus der Dose, das ist so fies. Ich find's ein bisschen gruselig, warum habe ich Painkillers? Und ich habe auch, wie ich hier gesehen habe, eine Lebensanzeige. Das finde ich nicht gut. Was ist das hier? Bowl? Könnte mich ducken? Wo Kamera? Ah, warte mal. Brauchen wir hierfür den Pinocchio? Ui! Aber ganz souverän, oder? Wir schauen uns nochmal kurz hier um. Was es hier noch so gibt. Waschmaschine und Trockner. Bügeleisen. Oh. Oh Mann! Ey, was scheiße! Wieso? Okay. Gut. Nehmen wir mal hier rüber. Hallo? Der schöne Billardtisch. Ach, Mann. Prepper Life, ja, absolut Prepper Life. Ah, leider haben wir wieder kein Spiegelbild. Oh, nee? Hm, schade. Guck mal, einen hitten Song auflegen hier. Schicke Platte. Ah, eine Taschenlampe. Und ein Schlüssel. Bettruhe. Wunderbar, schön. Können wir noch einen Kühl mitnehmen irgendwo? Und du? Wer nimmt denn vor allen Dingen eine Schallplatte auf mit dieser Spieluhrmelodie? Ach, Benny. Wie? Ah, lass mich! Ich will raus! Lass mich! Geh weg! Schischgebab, Alter! Na, das hab ich ja souverän gelöst. Wer ist er denn? Oh, da steht er schon. Und jetzt läuft er schon. Ich muss anscheinend... So, wo soll ich denn hin? Soll ich in mein Büro oder was? Wo soll ich hin? Kann ich raus? Nee, kann ich raus. Oh, ab. Oh, versteckt. Alkohol. Oh, Pinkel. Okay. Ich guck mal noch mal kurz raus, ob er da rumnummert. Hallo, gruseliger Mann! Okay. Nein! Nein! Tür nicht zu! Okay, gut. VHS-Kassette? Wir haben ja keine VHS-Kassette. Wir haben nur einen Schlüssel gefunden. Ah, nee. Wir haben eine VHS-Kassette gefunden. Wie komme ich denn eine VHS-Kassette? So. Schlieprooms ab. Yes. So, und ihr könnt wetten, ich weiß schon, wie das jetzt aussehen wird, irgendwie. Bett steht hier vorne, Schrank hier an der Seite, Bad, lang durch.
Und? Tür? Jawohl. Jawohl. Schön. Was ist das hier? Ein Foto? Developed Photo. Ah, okay. Was haben wir denn hier für schöne Fotos? A picture of me. Hm, schön. Was haben wir noch? Können wir uns die angucken? Changed? Oh, Martha. Preparing little cake. Ach Gott, na, das ist aber auch irgendwie, hast du... Ist aber keine hübsche Tochter groß geworden, irgendwie. Die sah ja schon lebendig, sah ja schon gruselig aus. Okay, gut. Glückliche Familie, wunderbar, schön. Lief anscheinend nicht so gut, irgendwie. Also irgendwas ist ja mit Lilith passiert, irgendwie. So, was haben wir da? Ah, wonderful little masterpiece. Ja, das kommt an den Kühlschrank. Nein, for taking instant film photographs. Oh Gott. Mal Kameras nicht. Nein. Lilith wanted you to take a few photos of her new painting. Please do so before going back to write on your office. There should be more film in her room if needed. Okay, wir sollen also ein paar Bilder, also ein paar Fotos von ihren Bildern machen. Ach, oh, schön, lebensbejahend. Wunderbar. Schön. Was denn? Okay, kommen wir nicht rein. So, wie haben wir jetzt... Ach du Scheiße. Ah. Oh, die Tapete, Alter, wie die schön aussieht hier drin. Oh. Was haben wir? Ordentlich. Schöne Schichtdicke, gefällt mir. Mach mal ein Foto. Okay, und sie verändern sich. Na, ist ja super. Check, check, shake. Tick. Schön. Schön. Wird ja immer besser. Ah! Mann, Alter, kann ich da nicht einmal männlich schreien? Ah! Ja, C7, Alter. Ah, verdammte Axt. Nope. Ich traue dem Frieden nicht. Alter. No. Okay. Gut, was haben wir hier? Mach mal aus, das Ding. Halt Klick. Okay, ich glaube, so was in einer Art Spieluhr oder uns was stand im Schlafzimmer, ne? Da. Oder? Ja. Wo? Was ist denn jetzt aufgegangen? Oh, das war ein Schatten. Was hat sich denn jetzt eröffnet? Achso. Neue Videokassette. Alles klar, klang irgendwie, als wenn die Tür sich eröffnet hätte. Ne! Sei, hau ab! Wieso denn, Alter? Verschwinde! Mach doch die Tür auf! Ist das so ein bisschen Safe Room-mäßig hier? Ja. Scheint so. Oh Gott. Happy Birthday! Na denn. Wird ja bestimmt total Spaß hier, wie wir Kassettchen werden. Mommy, can I go play outside? Sure, sweetie. Just be careful. Your father is trying to tame some of the corn out there. Okay! Slice the cake! I didn't mean to. Was zur Hölle ist denn da passiert irgendwie? Also, es war ihr Geburtstag und sie ist gestorben. Vater schreibt, use painkiller. Machen wir mal. So. Hammer. Da ist auch eine Menge Alkohol im Spiel, würde ich sagen. Alter.
Wieso? Aber das ist aber ein krasser Ballon. Ach du Scheiße. Möchte da nicht hingehen. Hey Leute, hey, hey. Okay. Wir müssen den Kuchen anschneiden. Ach, oh Gott, Alter, man hat's doch nur gewusst, dass es passiert. Ah! Karl. Oh Gott. Gute Musik. Gefällt mir. Flashlight? Hey, nichts hier. Och, ihr Mau. Was ist denn dieser Kind? Typ? Wir haben unsere Tochter getötet? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Alter, warum macht man denn so ein Spiel? Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und na, dann spendiert doch mal irgendwie ein Abo für die nächste VHS-Kassette. Bis zum nächsten Projekt. Ciao.